In vielen Regionen hat sich der Herbst schon bemerkbar gemacht und wir schauen jetzt mal, was die Langfristmodelle für den vielleicht goldenen Oktober so vorschlagen. Im Oktober kann es auch noch mal sommerlich heiß werden, auch wenn es mit den 30 Grad so langsam schwierig wird. Es gibt einen Rekord aus Mülheim mit 30,9 Grad. Häufig wird es besonders natürlich Richtung Monatsende auch schon mal winterlich. Ja, und in Oberstdorf gab es da auch schon mal strengen Frost von unter minus 10 Grad. Blicken wir mal kurz auf die letzten Oktobermonate der letzten 3 Jahre, die waren nämlich alle ähnlich temperiert, mit einer Abweichung von plus 2 Grad im Vergleich zum Klimamittel. Allerdings war beim Wetterablauf natürlich nicht alles gleich. Der Oktober 2017, der war sehr warm, zum Ende hin auch nochmal spätsommerlich. Dagegen war die erste Monatshälfte kühl und in den Alpen gab es auch schon Schnee. Ja, typisch für den Herbst sind auch schon schwere Stürme möglich. Blicken wir auf den Oktober 2018, da startete der Monat kühl, dann war es trocken warm mit viel Sonnenschein. Ja, und auch hier zum Monatsende schon der erste Wintergruß. Ähnlich dann auch im letzten Jahr, da starteten wir eher kühl. Es war sehr nass, warm und gab aber eine goldene Oktobermitte. Zum Monatsende gab es Frost, noch keinen großen Wintereinbruch und Schnee. Wir schauen uns jetzt mal, was für Wetterlagen im Oktober von den Langfristmodellen so vorgeschlagen wird. Zum ersten des Monats haben wir hier schon ein kräftiges Sturmtief über dem Atlantik, dagegen hohen Luftdruck südlich von uns. Und wir sehen es an den Farben, aus Südwesten könnte es dann noch mal etwas wärmer und dementsprechend auch mal kurzzeitig golden werden. Am 15. Oktober, wir sehen es schon an den blauen Flächen hier im Norden, die Temperaturkontraste, die nehmen so langsam zu, dementsprechend auch das Potenzial für schwere Stürme und gerade hier auf der Nordhalbkugel, da sammelt sich jetzt so langsam schon die kalte Luft für den Winter. Wir haben hier ein Tiefdruckgebiet über der Nordsee, ein Hoch südlich von uns, eine typische Westwetterlage, wechselhaftes Wetter, im Norden kühler, im Süden ein bisschen wärmer. Das passt auch zum Niederschlag, was die NOAA vorschlägt, das sieht nämlich hier über dem Mittelmeer häufig den hohen Luftdruck, dementsprechend eher trockene Farben. Wechselhafter sieht es nur im Norden von Europa aus. Die Temperaturen nicht allzu extrem, aber wir haben im Oktober eine leicht positive Abweichung. Ähnlich sieht es auch das europäische Langfristmodell um die 1 bis 2 Grad in Mitteleuropa. Allerdings sieht es das europäische Modell im Oktober bei uns deutlich nasser. Also nach vielen trockenen Monaten würde es dann endlich mal etwas mehr Niederschlag geben. Wenn die Temperaturen dann passen, ja, dann könnten auch die ersten Schneeflocken rieseln. Ja, und zum Monatsende sieht das Langfristmodell CFS eine ziemlich passende Wetterlage. Hohen Luftdruck westlich von uns, dann ein Tief über der Ostsee und das würde dann die kalte Luft aus dem Norden anzapfen und dann könnte es in mittleren, vielleicht auch mal in tiefen Lagen schon winterlich weiß werden, also gerade zu Halloween vielleicht ein winterliches Oktoberende.